Ready? So, Leute, neues Video. Heute trainiert Can mich und ich trainiere Can. Das wird sicher auch mal spannend sein. Schauen wir mal. Und gleichzeitig haben wir drei Schuhe zugeschickt bekommen vom Fußballcorner Östin, die wir heute auch testen werden und ein bisschen Feedback geben werden, wie wir die Schuhe finden. Ich teste den Puma Ultra. Ein sehr, sehr leichter Schuh und in der letzten Zeit hat Puma einen sehr nicen Job gemacht. Daher bin ich sehr gespannt, wie sie sich anfühlen beim Training. Ja Leute, ich teste heute zwei Schuhe. Einerseits der Adidas Predator Freak. Meiner Meinung nach eine optische Augenweide. Sieht wirklich geil aus. Also auf dem Platz bist auf jeden Fall auffällig. Der zweite Schuh, den ich teste, ist der Nike Elite Vapor. Ich bin sowieso ein kleiner Vapor-Fan. Darum bin ich gespannt, wie sich der Schuh beim Training anfühlt. Jetzt wärmen wir uns auf und nachher heißt es Vollgas. Technisches Einwärmen mit vielen Ballkontakten. Let's go. Let's go, eh? Zwei Stück. Eins, zack, zack, zack. Zwei, drei, vier, fünf. Ja, zack. Sieben. Oh, bitte, bitte. Neun. Eins, go. Ja. Eins, zwei, sehr gut. Eins, zwei, super. Ja. Drei, super. Vier, fünf. Ja. 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 Weiter, weiter. Sieben. Gut so, gut so. Dranbleiben. Komm, acht. Neun. Noch eine. Zack. Ja. Löse. Prallen schnell drüber. Ja, genau. Meine Spinne. Jawohl. Ja. Ja. Ja, schnell hinten. Gut so drüber, tak, tak. Und noch innen lösen. Gut so, mitten spielen. Jawohl. Und drüber, ja. 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 Jawohl, mitten. Guter Pass. Zack. Zack. Ja, gut. Gut so. Ja. Leute, die Übung ist jetzt fertig. War wirklich anstrengend. Diese Übung ist gut für den Pass, für das Prallen und für die Ballmitnahme. Also, wenn ihr zu zweit seid, unbedingt machen. Jetzt sind wir 100% ready bzw. warm und dann können wir auch Sprints einbauen. Ganz wichtige Komponente. Und ich denke, mit diesen Schuhen wird das gar kein Problem sein. Sind ja fast die leichtesten Schuhe. Fühlen sich auch so an. Da muss ich wie eine Rakete sein. Let's go! Simple-Sprints werden oft vergessen, macht diese unbedingt. Ihr müsst aber 100% geben, sonst bringt das nichts. Baut beispielsweise 4 bis 6 Sprints in einem Training ein und dann habt ihr schon sehr, sehr viel gemacht für eure Schnelligkeit. Der Unterschied zu den anderen Schuhen bei diesem Schuh vom Adidas Predator, man sieht wirklich hier, ich zeige euch kurz, die Noppen hier. Da hat man wirklich eine sehr, sehr gute Ballkontrolle mit diesen. Der Ball klebt förmlich am Fuß und wir machen jetzt eine Slalomübung zum Test. Legen wir los. Wie man hier bei diesem Beispiel sieht, der Ball klebt mir förmlich am Fuß. Man munkelt, ich bin Lionel Messi. So Leute, wie am Anfang gesagt, ich bin ein kleiner Vapor-Fan. Ich hoffe, diese Schuhe enttäuschen mich nicht und mal schauen, ob ich jetzt bei der Abschlussübung den Ball ins Kreuz hämmere. Ja, Leute,
Let's go. Gut, ja. Mitnehmen. Spielen, ja. Lösen, lösen, lösen. Aufmachen. Spielen, gut so. Eins mitnehmen und abschließen. Jawohl. Zack, zack. Ja. Zack, mitnehmen. Spielen. Zack, mitnehmen. Boom! Und ja, komm wieder. Super, mitnehmen. Spielen. Öffnen, öffnen, öffnen. Mitnehmen, ja, spielen. Gut so, eins mitnehmen. Gut geholt. Ja, und abschließen. Jawohl. Ah, ist ein guter Schuss, ist okay. Und go. Zack, mitnehmen. Gut so. Mitnehmen. Jetzt aus dem Lauf raus, eins mitnehmen. Jawohl, gut gerettet. Ja, sehr gut. Zwei, eins, go, ja. Mitnehmen, spielen. Jawohl, mach auf, mach auf. Touch, schnell spielen. Gut so, nochmal eins mitnehmen. Und voll aus dem Lauf. Ah, schade, schade. Eins, go. Zack, mitnehmen, spielen. Gut so. Gut mitnehmen. Jawohl. Zack, in Lauf. Und boom. Komm. Touch, schnell spielen. Aufmachen mit Tempo. Mitnehmen, jawohl. Eins mitnehmen, aus dem vollen Lauf. Boom. Ja, gut gerettet noch. Und komm, zack, zack, mitnehmen, spielen. Ja. Gut mitnehmen, ja, gut so. In Lauf, gut gerettet. Ja, gut verwandelt. Oh ja, komm, komm, komm. Super mitnehmen, jawohl. Öffnen, touch, spielen, gut so. Eins mitnehmen und schnell abschließen, boom. Okay, und go, zack. Ja. Touch. Ja, lösen. Und ja. Erste Abschlussübung fertig, war sehr intensiv. Und der Fokus war hier vor allem auf dem ersten Kontakt aus dem Lauf, um da schnell zum Abschluss zu kommen. Eine super Übung, die ihr auf jeden Fall auch einbauen könnt. Jetzt gehen wir noch weiter, machen wir noch ein bisschen 1 gegen 1 Skills, um auch die schönen Schuhe noch ein bisschen zu zeigen. Und dann sind wir dann schon bald am Schluss vom Training. Der Puma fühlt sich wirklich wie angegossen an. Ich habe auch schon Erfahrung damit. Und der Unterschied zu den anderen Schuhen ist, dass er extremst leicht ist. Nike schätze ich ein als starker Schuh zum Abschluss. Und beim Predator ist halt wirklich diese Ballkontrolle, die den Unterschied ausmacht. Und ja, Leute, war wirklich anstrengend. Nick hat mich auseinandergenommen. Aber war geil. Ja, war ein nices Training, hat auch Spaß gemacht, uns gegenseitig mal zu trainieren. Ja, das stimmt, das stimmt. Und für all die Leute, die sich die Schuhe gönnen möchten, natürlich bei Fußball Corner Östin vorbeischauen. Einmal den Puma Ultra, den Nike Elite Vapor. Ja, schön gesagt. Und den Predator. Predator Freak. Richtig, richtig. Schaut bei Fußball Corner Östin vorbei, like das Video, kommentiert, welchen Schuh ihr am geilsten gefunden habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Bleibt dran, gebt Vollgas. Wir sehen uns. Ciao.